Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange, Episode 3, Chaos Theory. Ja, ihr seht, wir sind hier immer noch vor dem Büro des Principals, also des Direktors der Schule, der Akademie. Wir wollen da rein. Den Zucker haben wir schon mal gefunden. Und jetzt fehlt halt noch der Rest, ne? Also Natrium, Klebeband und eine Limo-Dose. Ich kann mich jetzt gar nicht exakt dran erinnern, wie weit wir das letzte Mal waren, aber ich glaube, wir hatten nur den Zucker gefunden. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Aber wir müssen jetzt jedenfalls die restlichen Sachen noch finden. Den weiter als bis hier sind wir nicht gegangen. Schauen wir uns einfach mal um. Jetzt muss ich überlegen. Science Glass, hier geht's rechts lang. Automatisch. Ja, benutzen. Release the Kraken. Na klar, da bekommen wir doch eine Dose. It's all mine anyway. So, eine Limo-Dose haben wir also quasi schon mal. You're halfway home, Max. Genau. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt, Max? Noch hier, nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Meld mich später. Ja, das wäre auch ganz gut, glaube ich, wenn wir uns konzentrieren würden. Nicht, dass wir uns tatsächlich noch hier in die Luft jagen. Das muss ja nicht wirklich sein. Aber gut. Gut, gut. Denn wenn wir uns in die Luft jagen, ja, dann gibt's kein Zurück. Dann sind wir tot. Dann können wir uns auch nicht mehr ins Leben zurückspulen. I hate that formalin smell. Oh, Klausuren. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Okay. Praktische Chemie, Warren Graham, B minus. Okay, ich hätte jetzt auch gedacht, dass er irgendwie so ein A oder sowas kriegt, ne? Also, beste Note halt, so ein B minus. Das ist, ich meine, in Amerika tatsächlich quasi wie eine 2 bei uns. Ass biology. Ugh, gross. Okay, ist doch nur, ja, Magen, Darm, ne? Das Ganze. Also, nicht wirklich eklig, finde ich. Hat doch jeder Mensch in sich. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Ja, dazu muss man sich mit Chemie auseinandersetzen. Ist auch nicht so wirklich meine Stärke, aber gut. Wir schauen uns trotzdem hier um. Ich glaube, hier kann man nämlich das Natriumchlorid finden. Graffiti. I never said they were great, Troll. Okay, was steht jetzt hier? Ma, X takes shitty selfies. Okay. Was auch immer das heißen mag. I never said they were great, Troll. Gut, Foto kann man nicht machen. Weil das hätte ich jetzt gedacht, sonst können wir doch auch von allem irgendwie ein Foto schießen. Was heißt von allem? Von so Graffiti halt. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Das stimmt wohl. Natriumchlorat, NaCIO3, Synthese, Verwendung. Natriumchlorat, NaCIO3, ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Ansätze. Ja gut, okay, ne, das ist, glaube ich, eher uninteressant, denn wir suchen es immer noch. Das heißt, wir brauchen Unkrautvernichter, auf gut Deutsch gesagt. Ob wir den jetzt hier drin finden werden, ich weiß es nicht. Gut möglich, ansonsten müssen wir halt mal rausgehen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim Hausmeister ein bisschen Unkrautvernichter rumliegt. Wäre natürlich schön, wenn wir das ganze Zeug hier finden würden. Was steht denn hier? Wochen gleich, was? Genius of my ass. Ja, Genie meines Hinterns, um es mal höflich zu schreiben. Nicht gerade höflich, was da steht, aber gut. Wie eine Zigarette. Ew, gross. At least switch to E6. Ja, das denke ich mir auch. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ja, gut. Fotos, ne? Das ist jetzt quasi das Foto, das wir geschossen haben. Ein Skelett mit einer Zigarette. Ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Und ja, es tut auch keinem irgendwie was. So, ich glaube, das ist... Ist das jetzt das Unkrautvernichter oder was? Unkrautvernichter tatsächlich. Here's the sodium chloride box. Gut, dann haben wir das. Oder? Nehmen. Haben wir noch gar nicht. Nehmen.
You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Okay. Stimmt, stimmt, ne? Wenn wir uns an den Schrottlaster zurückerinnern. One more ingredient left. Ja, genau, nur noch eine Zutat. Aber wenn wir uns an den Spielplatz, wollte ich jetzt schon sagen, an den Schrottplatz zurückerinnern, wo wir mit Chloe waren. Ja, Chloe, meine ich. Leute, sorry, ich klinge ein wenig komisch, ja. Ein bisschen Wortfetzen hier, ein bisschen Wort durcheinander bringen oder Wortzeller da. Der passt schon irgendwie. Nein, also auf dem Schrottplatz haben wir uns ja auch anfangs ungeschickt angestellt und wir haben direkt mal eine Flasche zerbrochen, die wir gebraucht haben, also zurückgespult und dann erste Kiste hingeschoben. Natürlich hätte ich jetzt auch schalten können, den Stuhl wahrscheinlich selber dahin schieben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwelche großartigen Auswirkungen gehabt hätte, keine Ahnung. Aber das spielt in dem Moment auch gar keine Rolle, glaube ich. Wir brauchen noch eine Zutat und da muss ich nochmal kurz in die SMS reinschauen. So, das ist Chloe, Kate. Wo ist denn der Warren? Der ist er. So, was fehlt uns denn noch? Ein Klebeband fehlt uns also nur noch. Ja, Klebeband. Wo kriegt man denn das Klebeband noch her? Oder ist das tatsächlich schon irgendwo im Büro? Ja, wir schauen einfach mal weiter. Irgendwo muss es ja Klebeband geben. Aquarium. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Gut, dann schalten wir das an. Good evening, Fish Fish. Und machen ein Foto. Sieht ja auch eigentlich genial aus. Nice work. Ich meine, ne, wenn das Licht hier so bloß dieses Licht da ist. I probably should find those items now. So, Licht machen wir wieder aus. Please resume your slumber. Ich meine, so Licht kann ja richtig schöne Akzente setzen. Akzente insofern, was die Optik angeht. I thought we used some tape in Jeffersons class last week. Okay, danke für die Hilfe. Dann gehen wir einfach in Jeffersons Klassenraum. Oder in Jeffersons Raum. Ich weiß gar nicht, ob die Klassenräume haben. Was haben wir hier? 103, da kommen wir gar nicht erst rein. Ich glaube, der Klassenraum war irgendwo hier hinten. Gates Schließfach, okay. Oh, Kate. Your locker looks so lonely. Ich hätte gerne mal reingeschaut, wenn ich ehrlich bin, ob da noch irgendwas drin ist. Ja, ich weiß, macht man eigentlich überhaupt nicht sowas, aber ja, ich bin halt auch ein bisschen neugierig. Der ist immer noch das Vermissten-Poster. Wir gehen hier rein. This is like a scene in a horror film. Ein Horrorfilm, ja. Das ist der Fotokontest. Das Poster müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Aber wir schauen uns hier um. Das auf jeden Fall. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Okay, jetzt ist die Frage, ne? Ich meine, die Fotos, die sind eigentlich richtig gut, ne? Aber wenn das jetzt dieses Bild hier wirklich von Victoria ist, ich meine, das zeigt einen nachdenkenden Menschen, beziehungsweise einer, der gerade irgendwie in Gedanken versunken ist und sich über irgendwas Gedanken macht, hat sie vielleicht dann doch irgendwo einen richtig weichen Kern und kehrt nur diese harte Seite nach außen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber spekuliert und ich kann es nur mal wieder sagen, ich glaube, Victoria ist dann doch komplett anders, als wie sie sich selber hier gibt. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Okay, das ist also von Nathan. Ein Friedhof, so wie das aussieht, Grabsteine und irgendjemand, der was ausgräbt. Gut, ne? Das kann man mögen, muss man aber nicht. Es hat auf jeden Fall was für sich. Guck mal, ich finde es auch toll, dass man hier richtig gut rausgucken kann. Klasse gemacht, das auf jeden Fall. Eine Zigarettenschachtel? Victoria's Cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ja, klar, von den. I thought we used some tape in Jefferson's class last week. Ja, liebe Max, wir suchen doch schon. Also, da ist das Klebeband da hinten. Da gehen wir auch direkt hin. Ja, die liebe Victoria. Pardon, Leute. Die liebe Victoria, die sich ja hier bei Mr. Jefferson einschleimen wollte. Und sogar schon so weit gehen wollte, ihn zu verführen.
So mehr oder weniger. So hat es sich für mich angehört, bei dem Eingespräch, die sie ja mit ihm hatte. Nur damit sie halt wirklich als die Beste hier rausgeht. The tape is mine. So. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. So, hier hätten wir auch nochmal Klebeband gehabt. Ja, aber das ist wie im echten Leben, ne? Was Victoria jetzt zum Beispiel angeht. Ich meine, wir haben Mr. Jefferson gehört. Victoria ist jemand, der eigentlich eine richtig gute Arbeit abliefert, aber irgendwie selber nicht so wirklich davon überzeugt ist und deswegen alles versucht, um ihre Arbeit in den Vordergrund zu stellen. Und das ist etwas, das erlebt man wirklich sehr, sehr oft, wenn man sich mal genau umschaut. Die Menschen, die glauben einfach immer weniger an sich selber und deswegen greifen manche wirklich zu drastischen Mitteln, was ich sehr, sehr schade finde. Also so ein bisschen Vertrauen in sich selber zu haben, finde ich, dass das ist schon irgendwo ein Muss und schon mal gar nicht verkehrt. So, ich schaue mich hier mal einfach nochmal um. Vielleicht können wir noch irgendwo anders reingehen, weil vielleicht gibt es ja noch irgendwas zu entdecken. Auf den Toiletten zum Beispiel. Nathan got smacked down. Ja, okay. Wir kommen also nicht da rein. No trophy will help Blackwell's reputation now. Ja. Das definitiv nicht. Nicht bei dem, was passiert ist, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, immer nach der vermissten Buste von Rachel. Gut, dann gehen wir mal zu Chloe. Und dann schauen wir mal, was passiert. Chloe, Rohrbombe. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Und? Jawohl. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Entweder gehen wir jetzt da rein und holen das Zeug ganz schnell und das machen wir auch. Zack. Irgendwas muss es hier doch geben. Sag mal, kommen wir jetzt... Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas suchen müssen. Nee, halt, stopp. Oh, das wollte ich jetzt ja nicht. I must have missed something. I should rewind. Okay. Aber was haben wir übersehen? Haben wir uns gerade hier eingeschlossen? Ach, wie herrlich ist das denn? Na gut, dann schauen wir uns einfach mal hier in Ruhe um. Wenn wir schon einmal hier drinne sind, das trifft sich ja eigentlich ganz praktisch. Ja, und ja, Chloe wird sich dann zwar wundern. Wobei, ne, sie weiß ja um unsere Fähigkeit. Und vielleicht knackt sie ja das Schloss dann auch noch. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Weil irgendwie normalerweise erscheinen ja dann immer diese Gläschen, sage ich jetzt mal, diese kleinen, ja, mehr oder weniger Sprechblasen, die uns dann darauf hinweisen, hier können wir eine Aktion ausführen. Und irgendwie vermisse ich das gerade so ein bisschen. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen genauer umschauen. Hier liegt eine Akte, da kann man nicht reinschauen. Den Schrank vielleicht? Oder müssen wir erst Chloe hier? Wir entsperren einfach. Nee, wir sehen uns erst mal an. This ancient door is no match for Max the Magician. Ja, genau. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. Okay. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Ja, ob das die Lösung ist für alles?
Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Ja, und da steht ja Chloe. Einfach nochmal, um das einzuwerfen. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay, und wir können uns jetzt, denke ich mal, auch hier umschauen. Tatsächlich, jetzt können wir uns endlich umschauen. Das heißt, das Einzige, was wir machen mussten, einfach nur die Tür aufsperren, nachdem wir uns selber da eingesperrt haben, mehr oder weniger. Hast du das Schloss gesprengt, Bomber Max? Oh, bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Gunst bestaunen. Ja, wenn der wüsste, dass wir das Schloss tatsächlich geknackt haben, ja, dann wird er auch irgendwie ein bisschen anders dastehen jetzt. Beziehungsweise ein bisschen anders klingen, glaube ich. So, kurzer Blick in das Tagebuch. So cool, in der Stille der Nacht durch die Fluche zu schleichen. Selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Talent als Meisterspione, nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors. Aber ich habe ja immer meine Kraft und Dr. Warren Graham. Er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Mrs. Grant. Warren ist der Einzelschüler hier. Er versucht zu sehr zu helfen. Vielleicht zu sehr, aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. Ja, da kann man wirklich dem Warren danken im Endeffekt, dass er da quasi da ist für uns. Ja, unsere Fotos, die wir hier geschossen haben, das Aquariumbild, das haben wir uns ja gar nicht angeschaut. Ich finde es immer noch schade, dass man sich die jetzt noch nicht mal richtig, also ein bisschen näher betrachten kann. Schön sind die Fotos trotzdem. Gut, schalten wir mal das Lämpchen ein. Und ja, suchen. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Ja, das definitiv. Schülerinformation Kate Beverly March. Durchschnitt 3,9. Kate March ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurden von KPAY7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programm Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direktor Wells, als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate March anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne Marie Baranchi. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate March auf einer Party des Vortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Okay, das heißt im Umkehrschluss, ich weiß nicht, was heißt, es bedeutet im Umkehrschluss. Es könnte jetzt sein, dass mit diesem emotionalen oder physischen Trauma dieses Video halt gemeint ist, was da passiert ist. Andererseits, nachdem Kate sich dann doch vorher schon so sehr zurückgezogen hat, kann es auch gut möglich sein, dass sie vorher schon irgendwo ein emotionales oder physisches Trauma erlebt hatte. Vielleicht kriegt man da ja noch irgendwie irgendwelche Informationen dazu. Und im Laufe, ja, vielleicht findet man noch irgendwas dazu. Ich würde mich zumindest freuen, wenn es da noch ein bisschen mehr zu der Geschichte gibt, weil es interessiert mich halt. I certainly can't use this. Und ich glaube, euch interessiert es auch, weil das ist jetzt so ein bisschen die Natur dieses, beziehungsweise die Natur von Life is Strange, halt die Sachen so neugierig erscheinen zu lassen, dass man doch dann freiwillig das Ganze sich anguckt, beziehungsweise mehr wissen will, immer mehr wissen will und immer mehr nachforscht, was ist denn eigentlich los und was passiert hier gerade. You're not so tacky up close. Okay, der Bronzevogel. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Okay. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben.
Das ist ja schon mal eine gute Sache, ne? Also nur um gerade mal diesen kurzen Text hier oben zu erklären, was ich daran eigentlich so toll finde. Es gibt ja auch so Schulen, ich weiß nicht, wie das in Amerika generell ist, ich kenne es jetzt nur hier aus Deutschland. Da ist es ja oftmals so, dass die Schüler quasi das alles so hinnehmen müssen, wie es so ist. Es ist sehr, sehr selten so, dass dann wirklich mal irgendwas gemacht wird, wo die Schüler dann mehr oder weniger von der Leitung her selber noch mitentscheiden können. Ich hatte das Glück, dass ich auf so eine Schule war. Ne, dafür danke an meine Lehrer, die sich das hier wahrscheinlich eh nicht antun, aber trotzdem danke dafür. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Fälle, wo es eben nicht so ist. Im Gegenteil, wo die Schüler eigentlich eher nur ne, büffeln, lernen und Hauptsache gute Noten schreiben und das war's. Gut, aber weiter hier im Text. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwells inspirieren, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Wells. Okay, also unsere Petition hat etwas gebracht. Da ist eine Akte und da ist eine Akte. Wir schauen die beiden, ja, schauen wir erstmal die hier unten an. Tumbleweeds. Gehen in der Leere, ist da gar nichts drin? Okay. Dann schauen wir uns halt die an. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Ja, bei Nathan Prescott's Verhalten, ich meine, irgendwoher muss er das ja haben und schätzungsweise von seinen Eltern, also vorzugsweise von seinem Vater, von wem denn sonst? Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigungen, oder was? In Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigen, ja, Anschuldigungen meinten die wohl. Gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt es tragische Ereignisse bezüglich Miss March, Ihnen zu denken. Aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Oh Mann, ziemlich überheblich. Gut, das war Akte Nummer 2 quasi. Wir brauchen noch eine Akte, glaube ich. Da kann man noch suchen. Look at this pile. Ja, ein schicker Haufen aus Aktenbüchern, was auch immer da noch dabei ist. Schülerakten. Weird. This asshole has a spotless record. Okay. Okay, das ist jetzt die Akte vom Nathan Joshua Prescott. Da oben könnt ihr das auch sehen. Und ganz ehrlich, dass er eine weiße Weste hat, das wundert mich so ein bisschen. Beziehungsweise eigentlich wundert es mich nicht, wenn man mal genau darüber nachdenkt, wer die Geldgeber dieser Akademie sind. Ja, es ist nie gut, ne? Politik und solche Lehrinstitute zu mischen. Aber gut, das ist meine Meinung. Man kann es natürlich auch anders sehen. Wir lesen jetzt einfach mal die Akten hier vom Nathan. Schülerinformation. Nathan Joshua Prescott. Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay angeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Akademie fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Beliebt? Ja, ist klar. Ist klar, ne? Lügen ohne Ende. Like I'm not gonna read my own personal file. Okay, das ist jetzt ein... Ja, das ist unsere Akte. Maxine Caulfield, ne? Heißen wir mit Nachnamen. Ja, ich hab's so mit Namen nicht so wirklich, das wisst ihr. Aber hier steht's nochmal genau. Schülerinformation. Maxine Caulfield. Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden... ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein für Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells versuchte Max erfolglos Mitschülerin Kate March vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abzuhalten. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Mut ist unbestritten. Okay, das finde ich gut, dass das schon mal so weit drin steht, denn ich hätte jetzt eher gedacht, dass irgendwo der Direktor dann doch dazu übergeht zu sagen, ja, wir könnten jetzt eventuell dann doch was damit zu tun hat, dass, haben, dass die Kate March darunter gesprungen ist. Das finde ich schon mal gut.
Aber gut, warum soll er auch sonst den Nathan Joshua Prescott dann halt wirklich suspendieren, wenn er nicht daran glaubt? This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Ja, also noch eine frisierte Akte auf gut Deutsch gesagt. Und zwar diesmal von Victoria. Lasst mich kurz entziffern. Mombes, Norbert, Schuss. Wir lesen es einfach. Ach, Mary Beth heißt sie, genau. Schülerinformation: Victoria Mary Beth Chase. Durchschnitt 3,9. Zusammenfassung: Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. Naja, gut. Na, ich meine, es kann ja sein, dass sie sich wirklich engagiert gibt. Nichtsdestotrotz, nach außen hin gibt sie sich einfach nur als, ne, ich will das Wort jetzt nicht nennen. Ihr wisst, was ich meine. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Okay, wir haben hier den Warren Daniel Graham. Also Warren Graham, unseren mehr oder weniger Freund, ne, der uns eben geholfen hat, hier reinzukommen. Schülerinformation Warren Graham, Durchschnitt 4,0. Zusammenfassung: Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk. Je nach Lehrer. Okay. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Na, das klingt doch mal in Ordnung. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Die letzte Akte. Okay, die letzte Akte müssen wir wohl noch suchen. Schauen wir mal da rein. Und? Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Okay, das ist also die Akte von Rachel Amber. Also Rachel Amber. So wie sie überall genannt wird. Dawn heißt sie, genau. Rachel Dawn Amber. Durchschnitt 4,0. Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung: Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Director Wells, dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Okay, also, ja, den Bericht haben wir jetzt nicht gelesen. Rachel Amber war offenbar eine junge Dame, die wirklich sehr, sehr gut in der Schule war, der quasi alle Türen und Tore offen standen, die quasi hätte alles erreichen können, was sie auch erreichen wollte. Und dann ist sie einfach so spurlos verschwunden, vom einen Tag auf den anderen, weder in der Schule erschienen noch irgendwelchen Kontakt zu anderen Schülern oder Lehrern gehabt. Und ihre Eltern wissen offenbar auch nicht, was mit ihr passiert ist, beziehungsweise wo sie ist. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Bad Chloe? Chloe Elizabeth Bryce. Okay, das ist Chloes Akte. Da müssen wir auch mal eben einen kleinen Blick reinwerfen. Denn ich glaube, das ist jetzt so ziemlich interessant, wenn wir unsere beste Freundin sowieso gerade beim Schnüffeln in der Schule mit dabei haben. Schülerinformation: Chloe Elizabeth Bryce. Durchschnitt 1,7. Das ist ein richtig cooler Durchschnitt, ne Leute? Zusammenfassung: Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt seltene Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegenden Einrichtung.
Aktualisierung. Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Okay. Oder ist dieses 1,7, also dieser Notendurchschnitt, dann doch ein bisschen anders? Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht wirklich so gut aus. Kann nämlich genauso gut auch andersrum sein, dass alles, was Richtung 5 oder Richtung 6 geht, eher dann gut ist bei den Amis und ja, was Richtung 1 geht, dann halt eher schlecht. Keine Ahnung, wenn es einer von euch weiß, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde es freuen, weil, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus und ich lerne gerne immer noch dazu. Gut, also so viel zum Thema Chloes Akte. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ja, das machen wir auch gleich. Aber zunächst mal, ja komm, dreh dich, junge Dame. Ach, das finde ich immer ein bisschen schade, ne, wenn die Kamera... Jetzt wollte ich einfach nur euch nochmal ein bisschen in die Kamera drehen. Even the trash bin is empty? Even the trash bin, ja. Ach so, die ist ja am Computer am Schnüffeln, genau. So, also Leute. Ich hoffe, dieser Bart hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ein Däumchen nach oben. Teilt fleißig den Link zu diesem Video auf Twitter, Facebook und Co. Da bitte ich drum, ne? Damit auch jeder davon weiß, wenn ihr dem Video ein bisschen Aufmerksamkeit schenken wollt, auf gut Deutsch gesagt, beziehungsweise sagt, das ist wirklich richtig gut. Und ansonsten hoffe ich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es heißt, Let's Play Life is Strange, Episode 3 Chaos Theory. Bis dahin, tschüss.